Ich weiß direkt Bescheid. 24.000. 24.000 Euro. Brach. Also 300 Euro. Klar. Der Pulli ist, glaube ich. Ich sag dir ehrlich, original auf jeden Fall viel für Scheine, Bruder. Hoch zum Million. Einer unter Million. YouTube-Klicks Million. Was geht, Leute? Es ist 7 Uhr. 7.30 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Ich frag dich gerade. Was will er gerade von uns? Was will er? Und ja, Leute, es geht nach Frankfurt. Und jetzt fragt ihr euch, warum es nach Frankfurt geht. Momo News hat uns, beziehungsweise mich, eingeladen nach Frankfurt auf ein kleines Event. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Und ich nehme euch einfach mal mit. Und vergiss nicht, mich auf Instagram abzuchecken. Und auf Snapchat. Hier unten eingeblendet. Ja, Leute, natürlich bin ich nicht irgendwie zu Fuß unterwegs oder mit der Bahn, um Gottes Willen. Sondern hier mit dem Auto. Und zwar den Seat Ibiza. Nicht. Nein, Spaß, Leute. Mit dem Porsche Cayenne. Kurzer Carport, kurzer Carport. Check mal mein Outfit aus. Off-White X Moncler Shirt, sponsored bei Raphael. Dankeschön für das Geschenk, Bruder. Bombougie Jacke, ihr wisst, Leute, Bomberjacke, ihr wisst, muss sein. Jeanshose von Zara und ihr wisst, Leute, die Gucci Ace mit der Bienenbestickung am Start mit einem Fleck. Ein Fleck auf meinen Gucci-Schuh. Super. Der Tag fängt ja schon mal gut an. Irgendwas in der Nähe von Frankfurt. Natürlich bin ich ja nicht alleine. Ich bin auf jeden Fall mit. Und ja, Leute, jetzt fahren wir auf jeden Fall zum Event, wo Momo mich eingeladen hat. Also, Leute, bis gleich. Direkt, er kommt. Was geht ab, Bruder? Seid ihr am Start? Alter. Alles gut, Bruder. Ja, bei dir? Ja, grüß dich. Ja, ganz gut. Das ist mein Bruder. Perfekt, Bruder. Okay, Bro. Wir müssen nur das Auto, Bruder, umparken. Am besten park hier um. Bruder, eine Frage an dich. Was ist dein Outfit wert, Digga? Also, Pulli, glaube ich, 30er. Gibt's auf der Bowser-Tour. Das ist so Bowser-Merch. Du warst auf der Bowser-Tour, Bruder? Genau. Aber ich hab den. War geil. Aber ich hab den abgerippt, Bowser. Dankeschön. Hose, glaube ich, 20, H&M, ganz locker. Das ist die lockere Hose, die man anzieht, weißt du? Wenn man arbeitet und so. Ich habe keine Schuhe an, das war's eigentlich, oder? Deine Socken, Digga. Socken ist, glaube ich, Primark. Beste Socken bei Primark, weil da Socken ist so billig, so. Und das war's. Leute, ich hab auch Primark zu haben. Ey, ich wünsche dir viel Erfolg, Mann. Wünsche ich dir auch. Wie gesagt, Leute, mach deinen Scheiß weiter. Ich finde, er ist richtig witzig. Check dir mal ab unten in der Beschreibung. Baba, Mann. Korrekt, Mann. So, Leute, den nächsten Bro hier am Start. Digga, Bruder, wie heißt du? Der Scheiß Fat Comedy. Warum heißt du so eigentlich? Weil ich hübsch bin und dünn. Bruder, Wallah, Mashallah, ehrlich. Mashallah. Auf jeden Fall, Leute, er hat ein cooles Auto dann. Hau mal raus, Bruder. Oder was Outfit ist so viel wert wie eine Chickenbox, Bruder? Hier, Bruder, keine Ahnung, 15 Euro? 10 Euro? Jogginghose, Bruder, keine Ahnung. Hat meine Oma genäht. Warte, Bruder. Das ist wertvoll, das haben wir, Bruder. Dieser Joghurt hier. Auf jeden Fall korrekt hier, Tomaten, Bruder. Das war auf jeden Fall mein Outfit. Wir sehen uns. Oder 1 Million Klicks. 1 Million Klicks, ne? 5 Millionen. 5 Millionen? 5 Millionen Cheeseburger. 5 Millionen Cheeseburger, Bruder. Spendet mir Cheeseburger. Eine Frage an dich. Wie heißt dein Instagram? Fat Comedy. Fat Comedy, Leute, check den Jungen mal ab. Danke. Ja. Danke, Bruder, danke. Ich danke dir. Mann. So, Bruder, hau mal raus. Wie heißt du? Yo, mein Name ist Frankie Oster für die Abkühlung. Ja, mein Bruder, Bescheid. Was kostet dein Outfit? Ja, Schuhe auf jeden Fall 170 auf Rouge und der ist Suf. Der ist mehr als 1 Million. Okay. 1 Million Kalorien. Okay, Bruder, ja. Los. Okay,
Kette habe ich geschenkt bekommen. Die ist fresh, man. Ja, auf jeden Fall. Pulli, 50 Euro. Jeans, 15. Auch richtig billig, gesponsert bekommen. Ja, der ist so alles teuer. Cap. 20.000 Euro. Ja, Cap 20 Euro. 20 Euro. Und den hier 10 Euro auch geschenkt bekommen. Der genauso so viel teuer, 10 Euro. Was noch? Schuhe 170, wie gesagt. Und ja, das war's, ne? Okay, Digga. Ja, Mann. Soweit cool, stabil, Digga. Check mal, Instagram machst du? Ja, ja, Frankie Allstar Unterstrich, ihr wisst Bescheid. Check auf YouTube, überall. Ja, Mann, ihr wisst Bescheid. Check ihn auch natürlich ab. Ihr wisst, Leute, ey, Mann. Ja, Mann. Okay, Bruder. So, Leute, wir haben hier den nächsten. Er ist anscheinend Pranker. Was geht ab? Yo, was geht YouTube? Ich bin's wieder, JMTV. Bester Mann, Digga. Richtige so eine YouTube-Begrüßung. Das ist meine Begrüßung, aber mit Links-Rechts-Kuss. Links-Rechts-Kuss, beste, Digga. Digga. Okay, Bruder, eine Frage an dich. Erzähl, Bruder. Der ist Habibi, Wallah, Leute. Dieser Junge ist unbezahlt. Mein Outfit, Bruder. Ja, Hilfiger Pullover, 100 Euro. Okay. Die Uhr Diesel, 250 Euro. Mein Armband, ja, von einer ganz besonderen Person, unbezahlbar. Unbezahlbar. Meine Hose, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, 100 Euro von Ansons und Timberland, 200 Euro. Timberland, nochmal hier, Leute. Stabil. Meine Hand fällt gleich ab. Okay, Digga, danke schön. Nicht zu sein. Stabiles Outfit. Stabil. Check dir mal auf YouTube an. Jo. JamTV, ne? JamTV. Link in der Beschreibung. Generell von jedem YouTuber, über den ich jetzt ein Video mache, Link in der Beschreibung, Leute. Okay, Digga. Danke. So, Leute, jetzt habe ich auch Mumma am Start. Er hat mich hier eingeladen. Danke dir erstmal, Bruder. Ja, danke, dass du gekommen bist, Bruder. Gerne, Mann, Bruder. 100%. Auf jeden Fall, Bruder, eine Frage an dich. Ja. Was kostet dein Outfit? Abgesehen von dem schwarzen Fleck, der ist gerade von der Shisha-Kohle gekommen, weil wir auch hier viele Shishen machen, fangen wir einfach von unten an, oder? Normal, Digga. Die Schuhe, die kosten 3 Scheine. Okay. Also 300 Euro. Klar. Der Pulli ist, glaube ich, 199 Euro wert, 200 Euro. Beides von Leandro Lopez. Leandro Lopez, stabiler genau. Pullover aber. Dankeschön, Mann. Da siehst du auch von der Szene, wer den Film Wolf of Wall Street kennt. Leonardo DiCaprio, das war die Szene, wo er an Drogen abgekackt ist, weil er so viel Geld hatte. Da habe ich hier noch eine Uhr an vom Fossil. Ist nichts Besonderes, die kostet auch nur 200 Euro. Okay. Habe ich hier noch einen Gucci-Gürtel. Der ist jetzt ein Geschenk gewesen. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie viel der gekostet hat. 275 kostet. 275 kostet die, da weiß man mehr Bescheid. Der ist im Fashion-Bereich mehr aktiv als ich. Und die Hose hier ist von Zara, die hat mir so viel gekostet. Stabile Hose aber. Ja. Muss ich echt sagen, würde ich auch tragen. Ja, die ist auf jeden Fall, fand ich schön auf jeden Fall. Ja. Richtig stabile Hose. Genau, und die Socken waren von Kick oder so. Die haben 1,99 oder so gekostet. Kick. Stabil, Bruder. Ja. Okay, Bruder, danke schön. Ja, kein Problem, check Mumu News ab. Check Mahan ab. Supporten, Leute. Der macht Street Comedy. Die beste in Deutschland. Danke dir, Bruder. Danke dir. Mumu News. Und hinten in der Beschreibung, Leute. Danke dir, Bruder. Du bist Bescheid, danke dir, Bruder. Hatte. So, Leute, jetzt haben wir hier ihn am Start. Wer ist du, Bruder? Mein MTF. Ein Spaß, Ahad. Ahad, wer ist du auf Instagram? Read Ahadi. Und Facebook ist auf Facebook, Ahad Akbari. Und in der Beschreibung, Leute, checkt ihn auf jeden Fall auch ab. Korrekt, Digga. Alle mal abchecken, Bruder. So, Bruder, hau mal raus. Was der? Was sind das für Schuhe? Was? Bruder, von Gucci. 280. 280? Ja. Socken habe ich von Nike. Also steht hier nichts, aber ist von Nike. Okay. 13 Euro. Hose von Zara. 50 Euro vielleicht, weiß ich nicht. Ins Beste. Jacke auch von Zara. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau. Ich bin ehrlich. 100 Euro sagen wir einfach. Zara. Und ja, Gucci. Gucci. 270, glaube ich. 270, okay, Bruder. Stabiler Gürtelpreis. So, jetzt kommt die Uhr. Was ist das für eine Uhr, Digga? Bruder, sieht man. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht man, das ist eine Rolex Day-Date. Genau. Eine Day-Date. Präsidentenarmband, Leute. Ich weiß direkt, 24.000 Euro. Brach, läuft bei dir. Oder kann sein Fake? Man weiß nicht. Nein, Spaß, ist original. Okay, Leute. Also wie viel ist das jetzt insgesamt? Rechnen wir später. Oder? Hier steht das jetzt. Ja, genau hier steht das. Wie viele Nummern auf Handy? Warte, kann ich dir auch zeigen. Dich noch nicht geantwortet. Ja, zeig uns einmal. Ey, Bruder, da stehen aber auch Nummern, ne? Also hier kannst du reinzoomen. Busy. Ja, auf jeden
jeden Fall. Wein läuft auf jeden Fall, Leute. Nur Jungs. Nur Jungs. Nur Jungs. Nichts mit Frauen zu tun. Anständiger Boy. So oder so, safe. So oder so. Check dein Facebook ab. Facebook-Seite, YouTube-Kanal, Instagram, Snapchat und so weiter. Check mal alles, ab, Leute. Check alles ab. Einfach Daumen nach oben geben. Egal, was ich sage, ob ich Bullshit was auch immer habe. Einfach Daumen nach oben geben. Macht einfach. Gönnt doch, Mann. Perfekt, Digga. Bros am Start, Bro. Wie heißt du? Soll ich selber halten oder was? Nein. Ich bin der Bade aus Frankfurt, also Nähe Frankfurt. 22 Jahre, Online-Unternehmer. Mache hauptsächlich Online-Marketing. Bin der Partner von Mo. Also Momo News. Okay, und, ja. Also das war schon mal seine Biografie. So Leute, Bro, es geht jetzt um dein Outfit, Bruder. Hau ja, Bruder, was heute nichts Besonderes. Das ist eine Stone Island Jacke. Camouflage. Was kostet die? Bro, die kostet 6 Scheine. 600 Euro. Hammer. 600 Euro. Die ist auf jeden Fall cool, die ist fresh. Heißt, dein Pullover von Balenciaga. Genau, der kostet 695. Das ist halt einfach richtig krass, Bruder. Balenciaga. Stabil. Ja, Hose ganz normal P&C, 40er oder sowas, 40er. Schuhe NMDs, ich weiß nicht, kosten die 140, 150. 140 wahrscheinlich. Gürtel, Philipp Plein, gesponsert Philipp bei Marokko Plein. Aber, ja. 10 Euro, Bazar. Ja. Grüße gehen raus an Philipp Plein. Uhr, Calvin Klein. Calvin Klein, nice. Ich weiß auch nicht, was war ein Geschenk. Sagen wir 200-300. Ja, sowas in dem Bereich. So, cooles Outfit, hier sein Betrag. Bruder, du hast ein freshes Outfit. Danke dir. Der wird sowas in die Kamera sagen. Instagram, jemanden grüßen. Bruder, Bader Bijou, B-A-D-R-B-I-J-O-U, zusammengeschrieben, Instagram, das war's. Ich grüße meine ganzen Freunde. Bam. So Leute, der Bro ist jetzt etwas Shia. Shia heißt er. Ja, Bruder, ich heiße Shia. Shia, Bruder. Digga, du hast ein ganz freshes Outfit an, ne? Danke, Bruder. Ja. Digga, ich würde mal sagen, gehen wir mal erstmal zu Jeans. Was ist das für eine Jeans? Die Marke heißt Discord. Discord? Discord, genau. Discord. Discord, das... Bruder, ich weiß selber nicht, wie ich diese Marke aussprechen soll. Auf jeden Fall, so wie ich weiß, heißt die Marke Discord. Mein Gürtel ist von Philipp Klein. Was kostet die Hose? Ich sag dir ehrlich, original auf jeden Fall 4-5 Scheine, Bruder, aber made in Türkei. Okay, Bruder. Fuffi, Bruder. Fuffi. Genau. Guck mal, er ist ehrlich. Ich bin ehrlich. Bester Mann. Dein Gürtel. Mein Gürtel ist auch gefälscht, Bruder. 10 Euro. 10 Euro. Mein Oberteil, das hab... Was? mein Oberteil, keine Ahnung. Wie viel so original auf das jeden Fall. Das kostet 700 Euro. Original. Ja, aber gefälscht halt auch 50 Euro oder so. Die Jacke vom Parajumper. Ah, genau, Bruder. Die habe ich für, lass mich nicht lügen, 150 oder so bekommen. Ist aber auch gefälscht. Okay. Und alles ist halt gefälscht. Ich bin auch gefälscht auf meinem Arsch Made in China. Und, also, ja. Leute. Ah, Louis Vuitton Tasche. Auch gefälscht. 5 Euro. Guck mal, Leute, da merkt man. Außer meine Schuhe, die sind original, Bruder. Ah. Die sind fresh. Die sind fresh, Bruder, Alter. Also, Leute. Herzige. Ich feier das. Dass er einfach ehrlich ist, das ist nicht jeder. Ihr merkt das ja auch in meinen Videos. Nicht jeder ist ehrlich, aber er ist ehrlich. Dafür erstmal checkt ihn auf Instagram ab. Wer ist du da? S-C-H-J-A-R, Shiar. Ist sowieso in der Beschreibung verlinkt, Leute. Checkt ihn bitte ab. Er hat es verdient, so wie jeder in diesem Video. Bester Mann, dann gib mir sogar einen Kuss. Ich krieg Kuss von ihm. Okay, Digga, das war's, Bruder. So, Leute, ich hoffe, ihr seht mich gut. Hier ist die Villa, wo wir uns gerade befindet haben. War auf jeden Fall richtig cool. Da waren fresche Leute am Start. Und ja, war auf jeden Fall ein cooles Event. Und ja, check auf jeden Fall die Leute unten in der Beschreibung ab. Sind auf jeden Fall richtig coole Leute. Das ist mein älterer Bruder, Leute. Der nette Milad. Und ja, Digga. Und ja, wir fahren jetzt nach Frankfurt. Und ja, ich habe hier mein persönliches Softbox. So mit dem Licht am Start. Und da steige ich jetzt erstmal ein. Ich bin jetzt auf jeden Fall in der Zeissstraße, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Irgendwas mit Konstabler Wache. Und ja, Leute, hier sind auf jeden Fall coole Läden. Die check ich jetzt auf jeden Fall auch ab. Frankfurt ist echt eine schöne Stadt, muss ich sagen. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit.
Leute, könnt ihr das sehen? Hier heißt Hasper einfach Nasper. Frankfurt, warum heißt das Nasper? Bitte erklärt mir das mal. Das heißt in Hamburg Hasper. Schreibt mal bitte in die Kommentare, warum es Nasper heißt. Nasper, das hört sich gar nicht gut an. Leute, was ich sagen muss, ist auf jeden Fall, dass die Leute hier in Frankfurt stylmäßig echt gut am Start sind. Also ich sehe echt frische Fits und frische Outfits und alles mögliche. Und ja, Leute, also Frankfurt an sich feiere ich auf jeden Fall sehr. Ist eine coole Stadt. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall nochmal besuchen kommen. So, Leute, ich habe mir jetzt auf jeden Fall auch ein T-Shirt gekauft von Bershka. Ich habe mir noch nie was von Bershka gekauft. Jetzt habe ich das mal getan. Das T-Shirt ist nichts Besonderes. Ich stehe am Influencer drauf und es weiß. Also ich finde es cool. Und ja, Leute, jetzt gehen wir auf jeden Fall was essen bei What's Beef. Und ja, checken das mal gleich ab. Mein Bro ist auch noch am Start. Und ja, Leute. Ich habe jetzt aufgegessen, ihr habt den Burger gesehen. Ey Leute, das war der geilste Burger, den ich jemals gegessen habe. What's Beef heißt der Laden, also checkt den mal auf jeden Fall ab. Und ja Leute, ich werde mal jetzt diesen Vlog beenden. Vergiss nicht Leute, die Links der YouTuber, Instagrammer, also ganz generell die ganzen Influencer, die in diesem Video waren, ist unten verlinkt. Also Leute, checkt die Beschreibung mal ab. Und ja Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mich auf Instagram, Snapchat ab, hier unten eingeblendet. Und ja Leute, ich werde jetzt nur noch sagen, Skis, skis, skis.